Hi, das hier sind super leckere Sucuk Kartoffelspieße, ein super Fingerfood vom Grill und wie ihr die macht, das zeige ich euch in dieser Folge von Barbecue aus Rheinhessen. Viel Spaß dabei! Hier seht ihr jetzt die Zutaten, die ich für meine Sucuk-Kartoffelspieße brauchen werde. Heute Morgen war ich wieder bei meinem türkischen Supermarkt des Vertrauens und hatte mal wieder Lust auf Sucuk. Das hier sind Sucuk, türkische Würste mit ganz viel Knoblauch und Kreuzkümmel drin. Richtig, richtig lecker und sehr würzig. Dazu habe ich hier ein paar vorgekochte Pellkartoffeln, ein paar Tomaten, Olivenöl, Bacon Goodness Rub und Holzspieße. Das sind alle Zutaten, die wir brauchen und ich beginne jetzt damit, dass ich die Sucuk und die Kartoffeln und die Tomaten klein schneide. Also legen wir los. Ganz zu Anfang habe ich jetzt erstmal die Sucuk von ihrer Pelle getrennt und daraus schneide ich jetzt Stücke, die ich dann eben auf die Spieße stecken werde. Diese Stücke sollten also gute 1,5 cm stark sein, denn sie lassen sich ja dann beim Grillen aus und werden noch ein bisschen kleiner, deswegen schneiden wir es also von Anfang an direkt ein bisschen dicker. Wenn die Sucuk dann vorgeschnitten ist, machen wir mit den Kartoffeln direkt weiter. Die Kartoffeln kriegen die gleiche Stärke wie die Wurst auch. Also gute 1,5 cm breite Scheiben schneiden. Zum Schluss kümmern wir uns dann noch um die Tomaten. Bei den Tomaten mache ich es so, dass ich das Kerngehäuse rausnehme. Das heißt also dieses Glibberige da in der Mitte, das möchte ich nicht. Ich schneide da Viertel aus den Tomaten und werde dann eben dieses Kerngehäuse rausnehmen. Und dann können wir die Filets sozusagen richtig schön auf die Spieße stecken. Um das Kerngehäuse da von den Tomaten rauszubekommen, nehme ich mir einfach einen kleinen Teelöffel, setze den an, nehme das raus und dann habe ich hier nur noch das Fleisch der Tomate, das, was ich dann auf dem Spieß letzten Endes auch haben möchte. Wenn dann die Tomaten auch fertig vorbereitet sind, schiebe ich die nochmal kurz beiseite, denn die Kartoffeln möchte ich jetzt gleich noch ein bisschen mit Olivenöl benetzen, dafür tue ich die hier in so eine Schale rein, damit eben der Bacon Goodness Rub besser an den Kartoffeln anhaftet. Also die Kartoffeln jetzt erstmal alle hier in die Schale rein. Dann kommt jetzt ein ganz klein wenig Olivenöl, wirklich nicht viel, ich sag mal so, alles in einem guter Esslöffel, mehr ist es wirklich nicht, an die Kartoffeln dran. Dann werden die jetzt kurz geschwenkt, damit das Öl nach Möglichkeit überall hinkommt. Wichtig ist, dass ihr da vorher die Kartoffeln nicht überkocht habt, weil sonst brechen sie euch auseinander. Und jetzt kommt gar nicht mal viel, einfach nur so ein bisschen mit der Bacon Goodness Rub benetzen. Und dann auch wieder schwenken, dass ich das einigermaßen gut verteilen kann. Und dann können wir loslegen und unsere Spieße stecken. Ich habe hier so Holzspießchen. Die könnt ihr vorher wässern, müsst ihr aber nicht zwingend. Die Erfahrung hat gezeigt, ob ihr sie nun vorher wässert oder nicht. Wenn ihr sie direkt grillt, verbrennen sie so oder so. So, dann lege ich los und stecke jetzt eben abwechselnd Kartoffel, Sucuk, Tomate auf den Spieß. Das Ganze jeweils zweimal. Und dann ist mein Spieß auch schon fertig. Kann ich beiseite legen, die anderen vorbereiten und dann geht es gleich weiter. Die Spieße sind jetzt fertig vorbereitet. 16 an der Zahl sind es geworden. Zwischendrin sind mir die Tomaten ausgegangen. Sieht man hier ganz schön, aber das macht nichts. Also haben wir dann Sucuk-Kartoffelspieße. So schauen sie jetzt aus und die kann man also super vorbereiten. Und jetzt geht es raus an den Grill. So, draußen am Grill, ihr seht, die Kohlekörbe stehen links und rechts im Grill, das heißt ein indirektes Setup und die Kohlen glühen jetzt gerade im Anzündkamin durch und gleich geht's los. So, da liegen sie also, meine Sucuk-Kartoffelspieße. Den Grill habe ich jetzt auf 200 Grad vorgeheizt. Also rüber an den Grill. Und dann legen wir die Spieße im indirekten Bereich in den Grill hinein. Gerade so alle reinbekommen, also Deckel zu und jetzt bei 200 Grad erstmal eine gute Viertelstunde bis zu 20 Minuten grillen und dann schauen wir mal nach.
Eine gute halbe Stunde hat es nun doch gedauert, aber jetzt sehen unsere Sucuk-Spieße so aus. Die Kartoffeln sind ein bisschen braun geworden, die Sucuk ist schön angegrillt. Ja, dann nehme ich die jetzt mal vom Grill runter und dann wird probiert. So, jetzt habe ich hier also einen von meinen Sucuk-Kartoffelspießen. Die müsst ihr ein bisschen abkühlen lassen, weil die sind wirklich sehr, sehr heiß, sonst verbrennt ihr euch den Mund. Aber dann schnebe ich mir jetzt mal hier so eine Kombo runter. Kartoffel, Sucuk und Tomate. So sieht das Ganze aus. Aber ich liebe Sucuk. Jetzt in Verbindung mit den Bacon Goodness Kartoffeln. Richtig lecker. Die Tomate macht das Ganze noch ein bisschen saftiger. Mmh. Richtig, richtig gut. Schönes Fingerfood. Lässt sich klasse vorbereiten. Solltet ihr auf jeden Fall mal nachmachen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß bei dem Video. Wenn dem so ist, freue ich mich wie immer über einen Daumen nach oben. Einen freundlichen Kommentar. Solltet ihr noch kein Abonnent meines Kanals sein, könnt ihr das jetzt sehr gerne. Da oben in der Ecke nachholen, würde mich tierisch freuen. Einfach draufklicken, den Kanal abonnieren. Ihr verpasst so keine Folge und wir sehen uns jeden Donnerstag pünktlich um 19 Uhr. Das war's für dieses Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut. Euer Jörn von Barbecue aus Rheinhessen. Bis dann.